In dieser Videoreihe möchten wir euch einen Zusammenhang zwischen Bewegungsapparat und den inneren Organen zeigen und gleichzeitig einen Einblick in die Praxis und in die Kurse. Für die Therapie muss ich das Duodenum lokalisieren. Den Pylorus finde ich drei Querfinger kranial des Nabels. Von dort zieht D1 in etwa in einem rechten Winkel zum Rippenbogen. Dort befindet sich der Übergang von D1 auf D2. Verfolge ich D2 weiter, komme ich kaudal des Nabels zum Übergang auf D3, welches die Wirbelsäule kreuzt. Der aufsteigende Anteil D4 geht über in die Flexura duodenojejunalis. Diese finde ich auf einer gedachten Linie von Nabel zu Axilla drei Querfinger von der Mitte weg. Um bei der Befundaufnahme ein Problem der Wirbelsäule vom Duodenum zu differenzieren, verwenden wir ein Listening am Wirbel mit Inhibition ventral am Duodenum. Fällt dabei der Zug am Wirbel weg, sollte unbedingt das Duodenum behandelt werden. Um das Duodenum in seiner Gesamtheit zu detonisieren, übe ich am Pylorus Übergangsbereich D1 auf D2, Übergang von D2 auf D3 und an der Flexura duodenojejunalis mit je einem Finger einen sanften Druck nach dorsal aus. Wenn ich in der Tiefe das Organ kontaktiere, bleibt die Hauptrichtung nach dorsal bestehen, wobei ich die Gewebebewegungen bis zur Entspannung zulasse. Eine weitere Möglichkeit wäre, die Motilität in diese Behandlung mit einzubeziehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Fahrinstitut! Wir freuen uns, wenn du eines unserer nächsten Videos anschauen möchtest oder auch, wenn wir dich in einem unserer Kurse begrüßen dürfen.